Ja, und mir erzählst du jetzt auch, oder? Ja, ich lese dir mal vor. Ja, okay. Okay, pass auf. Erste Strophe. Verbietet euren Kindern nicht zu spielen, nur weil sie sich verletzen könnten. Ihre Seelen sind versucht, um Leid zu erfahren. Darum werden sie dennoch spielen, aber heimlich, und die Lüge wird ihnen heilig. Ihr könnt sie nicht ewiglich behüten, denn eines Tages stehen sie ohne euch da. Hätten sie nicht ihre heiligen Spiele gespielt, so wären sie nun verloren und ohne Schutz. Zweite Strophe. Schreibt euren Kindern nicht vor, was sie lernen sollen, nur weil ihr denkt, dass ihr wüsstet, was ihr Bestes sei. Sobald sie euer Wissen gebrauchen, wird es bereits wieder veraltet sein. Beantwortet ihnen stets, nur stets ihre Fragen und steht ihnen mit eurer Weisheit zur Seite. Dann werden sie zu eigenständigen Persönlichkeiten, die allen Umständen des Lebens begegnen können. Dann noch der dritte Teil. Ihr könnt eure Kinder nicht vor dem Teufel oder Dämon schützen, ohne ihren Engel zu stärken. Denn der Dämon ist ein Teil ihrer Seele, so wie der Engel, der sie alle Zeit behütet. Achtet auf euer eigenes Gleichgewicht, denn wenn ihr eure Kinder manipuliert, dann ist es euer Dämon, der spricht. Doch wenn ihr eure Kinder unterstützt, dann spricht euer Engel. Ja. Um den Leuten mal ein bisschen die Begriffe Dämon und Engel zu erklären und ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Und Dämon und Engel. Dämon und Engel. Dämon und Engel.